come and get it. Peggy 18. Hallo Leute, hier ist mal wieder euer Peter Mupfel mit einem neuen Special Report von Max Payne 3. Und zwar habe ich das alte Max Payne 3 immer rausgeholt, weil es nicht abwärtskompatibel ist, bis heute nicht. Es geht also nur auf der Xbox 360, auf der PS3 sowie auf dem PC. Einen Link lege ich euch unten in die Videobeschreibung rein, wenn der eine oder andere sich das bestellen will. Es gibt es noch zu bestellen für einen kleinen Preis. Für mich ist es eins der besten Games, was Rockstar je entwickelt hat, und zwar, weil es wie ein Spielfilm ist. Die Videosequenzen gehen in die Spielsequenzen einfach über, aber er schaut am besten selbst. Say what you want about Americans, but we understand capitalism. You buy yourself a product and you get what you pay for. And these chumps had paid for some angry gringo without the sensibilities to know right from wrong. Here I was about to execute this poor bastard like some dime store angel of death. And I realized they were correct. I wouldn't know right from wrong if one of them was helping the poor and the other was banging my sister. So, wir sind jetzt hier in Brasilien, Sao Paulo. Und da ist unser Hauptdarsteller Max Payne, der wurde engagiert oder hier rübergeholt vom Passos, so nennt er ihn. Raul Passos heißt er, glaube ich. Und ich stelle euch gleich die Hauptfiguren vor. Excuse me. Und da ist Passos. I was mostly working for Rodrigo Branco. Rodrigo Branco, das ist eigentlich sein Chef. Und der hat auch das Geld und die Macht in der Familie Branco. Da ist seine Frau, Fabiana Branco. Ein junges Ding, das gut geheiratet hat, jetzt ein schönes Leben hat. Naja, der alte Sack ist zu beneiden. Aber er hat auch die Kohle. Ja, wie es so im Leben ist. Also richtig glücklich scheint er nicht zu sein mit seiner Frau. Da ist Marcello Branco. Das ist einer der Brüder der Brancos. Ja, ist ein Depp, der mit dem Geld der Familie halt um sich wirft und ja, ein schönes Leben hat. Da ist Victor Branco. Das ist ein Politiker, aalglatt und schmierig. The rest of the crowd, I didn't know, but I could imagine the types. People who know if they drink enough, they won't have to feel guilty about their good fortune. Suddenly, things turned real ugly. Felt like our hangovers arrived. Oh, and schon geht die Action los. Da wollen ein paar Leute die Kohle von den Reichen, so wie es aussieht. Things had gone from fine to fucked up in about a second. Okay. Und schon sind wir mitten im Geschehen. Naja, das ging ja jetzt noch recht einfach, muss ich sagen. Okay. Na auf. Da muss noch einer sein. Da! Guck mal, Slow Motion oder langsame Bewegung auf Deutsch. Slow Motion, glaube ich. Ja, habe ich aber schon mal gesagt. Das ist das erste Spiel, glaube ich, von Max Payne, wo Slow Motion eingebaut war. Max Payne 1. Da ist ja die Fabiana in der Gewalt. Oh, lauter Pistolen auf den armen Kerl gerichtet. It might have been stupidity or drunkenness or maybe both. But before I knew it, I was back taking insane risks, trying to save fallen women. Oh nee, oder? Ah, jetzt muss ich ihn anvisieren. Achtung! Jetzt müsste ich ihn haben. Jawohl! Cool gemacht.
Tranquila. Tranquila. Nós cuidamos disso. Nice work. Hey, you need a hand? No, do you? Where the hell's Rodrigo? I don't know, man. Thanks. Somebody's gotta go find him. Ja, würde ich auch sagen. Mann, das ist der Boss von der Familie. Die Frau ist gerettet, jetzt sucht mal den Boss, hey. Oder nicht? I imagine the elevator doors opening to a firing squad of muzzles. Far as I could see it, the one thing my plan had going was that no one else would be stupid enough to pull this move. Where's Bronco? Na komm, geh mal aus der Deckung raus, sehr langweilig. Sehr schön. They weren't waiting on my say so. I had to move. Hi, Landsblechle. It looked like they were taking him out through the basement. Maybe I still had a shot. Rodrigo was too rich a prize for them to throw away. Sure. Sag mal, wie viel sind das noch von den Kerle? Want the boss alive. Almost as much as I did. Okay. Da. Far ahead. Once I opened the door, I'd actually have to come up with a plan. Also geht ganz schön die Post ab, Leute. Übrigens, die Kapitel 2 und 3 habe ich schon auf Mupfelplay hochgeladen, meinen Zweitkanal. Ihr könnt euch, ihr braucht nur, ob ihr in die Titelleiste zu gehen, drauf zu drücken oder in der Videobeschreibung. Und da kommt ihr zu meinem Zweitkanal. Und da habe ich die als Livestream gestern schon hochgeladen. Und auch die weiteren Folgen werde ich wahrscheinlich dort hochladen. Bis eins oder zwei Sequenzen, die ja hervorragend sind, die werde ich wieder als Video hier rausbringen. Oh, 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 oh. Habe ich ihn? Ja. Und das Ende, das wird auch hier auf den Hauptkanal, werde ich euch das präsentieren. Aber wie gesagt, alle anderen als Livestream auf Mupfelplay. Boah, jetzt haut er doch noch ab. Ne, Reifen, Reifen. Jawohl, sehr schön. Na, wo sind sie? Da. Immer ganz cool aus der Hüfte. Es kommt alles aus der Hüfte. Guck doch mal, wie sauber die Übergänge sind, oder? Da! Videosequenz und sofort Spielsequenz wieder drin. Und dennoch. Ich glaube, das war's jetzt. You're okay. You're okay. Come on, get up. Jo, jetzt haben wir ihn gerettet. Come with me. Just come. It's okay. Just stay right here. Ei, vocês aí! Que porra vocês estão fazendo? A justiça local? Que porra você acha que é falando com meus homens assim?
Você acha que tem o direito de matar as pessoas a sangue frio, Becker? Cala a boca, cuzão! Continua dando multas! Schade, dass sie das nicht übersetzt haben, ne? So, wenn man kein Spanisch oder Portugiesisch oder was die auch immer in Brasilien reden, spricht, hat man echt Probleme. Noch nicht in meinem Untertitel ist es übersetzt. Naja. You say so. Don't look so good. Hey, what could be better, huh? The good guys are reunited and the Commando Sombra are dead. I guess. So who's this guy? I don't know. Some kind of cop. Different branch of the police. Not UFE, but normal cops. I don't know about this stuff. Politics. Everywhere politics. Shit, Max, you look kind of beat up. Let's get this lot home and then I'll get you home too. Come on. Wie gesagt, auf Mupfelplay könnt ihr dann die Fortsetzung sehen. Kapitel 2 und 3 schon dort. Und ich werde mal gucken, ob ich heute noch einen Livestream hochlade. Also Kapitel 4 wäre das dann. Ich hoffe, es macht euch Spaß und ich habe vor, das komplette Max Payne 3 durchzuzocken. Wäre schön, wenn ihr alle dabei seid. Ja, bin mal für heute wieder raus. Bis zum nächsten Mal. Euer Peter. Ciao, Leute.